Jeder Mensch, der Kontakt mit kranken oder infektiösen Personen hat, muss beim Thema Händehygiene besonders sorgfältig sein. Das gilt vor allem für Ärzte und Pflegekräfte, denn sie sind im direkten Kontakt mit vielen unterschiedlichen Menschen. So können sie leicht zu Überträgern von Bakterien und anderen Keimen werden. Aus diesem Grund ist es so wichtig, die Hände vor jedem Kontakt mit einem Patienten zu desinfizieren. Klicken Sie einfach bei jeder Tätigkeit auf das Kästchen in der Farbe, die Ihrer Risikoeinschätzung entspricht. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK. Und dann bin ich wieder bei Ihnen. Auffällig ist hier, dass fast der gesamte Handrücken, die Fingerspitzen und Teile der Handinnenfläche nicht wirklich sauber oder keimfrei werden. Setzen Sie dafür bei den Antworten das Häkchen an die richtige Stelle und klicken Sie auf den Pfeil. Der Balken rechts zeigt Ihnen nach jeder Frage an, wie sich die Gesamthygienesituation durch Ihre Antwort verändert.